Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 692, müssten wir sein, von The Witcher 3 Wild Hunt. Part 317 vom New Game Plus. Jo, müsste eigentlich stimmen. Und da hat's kurz bös geruckelt. Jo, alles klar. Und wir geben jetzt die Quest bei Radovid ab. Der wird uns bestimmt auch mitten in der Nacht erwarten. Nehme ich doch mal an, für solch wichtige Neuigkeiten. Ich muss ihn ja ein bisschen zulabern und zulügen. Mal gucken, ob das so hinhaut. Hallöchen. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sprechen wegen Philippa Eilhard. Leb wohl. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhard. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Na, wie ich diese Typen hasse. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhard gefunden? Nein, ich denke, sie ist tot. Ich weiß, dass sie versucht, ihr Augenlicht zurückzugewinnen. Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten, aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid, aber Eilhard selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen, besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Okay. Das war knallhart, aber richtig. Die meistgesuchte Frau ist abgeschlossen. Jo, wir vertrauen ihm ja auch nicht. Beziehungsweise wissen ja auch, wie er drauf ist. So, holen wir uns mal gerade hier die neuen, jo, oder die Sachen wieder ab, dass wir endlich mal gut gerüstet durch die Gegend rennen. Hey, wunderbar. Wunderschön. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, mit welcher Quest wir weitermachen. Ich muss mal ganz kurz reinschauen. Also ich könnte natürlich die Waffenbrüder-Aktionen weiterbringen. Verteidiger des Glaubens, da irgendwelche Sachen aufstellen. Das war aber, glaube ich, ein Skellig. Ne, steht Wählen. Okay, war das echt ein Wählen? War das hier? Es gab einen Einbruch ins Haus. Stimmt das? Oh, ewig weit weg, aber. Ist das so? Ich bin gerade echt irritiert. Dort, wo wir noch diese komischen Steine da aufstellen mussten, das war ja eigentlich recht easy. Das könnten wir eigentlich vielleicht gerade mal machen. Komm. Dann wird das gerade mal erledigt. Auf zum Hafen und dann machen wir eine Schnellreise dorthin. Und dann werden wir eine Quest nach der anderen da so ein bisschen abarbeiten. Ich weiß nicht, wann die Folgequest jetzt hier rauskommt, deswegen muss ich ein paar Quests machen. Gut, Verteidiger des Glaubens wird es jetzt wohl nicht sein, aber ich habe ja gesagt, dass ich das Let's Play auch wieder voll durchziehe, also mache ich das auch. Und deswegen reisen wir nach Candilus oder so irgendwas, Condilus, was auch immer. Keine Ahnung, werden dort ein paar Steinchen hinstellen, werden uns mit irgendwelchen Studenten prügeln, glaube ich, so irgendwie war das doch. Müssen wir mal gucken, wie das hier jetzt endet oder ob ich die Quest gerade ein bisschen falsch im Kopf habe. Kann gut sein, weil ich wollte ja auch unbedingt nach Skellige und das dort machen. Jo, aber in Skellige ist es fälschlicherweise nicht. So ist das. Aber das dürfen wir ja schnell erledigt bekommen, den ganzen Kram da. Wunderschön. So. Warum kann ich das nicht durchklicken? Oh, ich habe es immer noch nicht gerafft. Manchmal geht das, manchmal nicht. Mir hat es schon ein Zuschauer. Martin wird wahrscheinlich jetzt gerade wieder den Ausflipper bekommen. Der hat es mir schon mal geschrieben. Irgendwie, ach genau, man kann es durchklicken, wenn es verschiedene Slots hier sind. Also Verteidiger des Glaubens, wenn jetzt Slot 1 wäre, Schrein 1, Schrein 2, Schrein 3, dann könnte ich das durchklicken. Ja, ich habe es wieder. Danke, Martin, an der Stelle. Gut. Ich habe mich einfach mal an was erinnert. Ja. Das ist der Wahnsinn. Der Burner und so weiter. Ach, ich liebe das Spiel immer noch. Ich habe es in letzter Zeit einmal beim Kollegen gesehen, der es auch gezockt hat. Was für mich dann echt ein bisschen befremdlich war, ist, wie leise das Spiel eigentlich ist. Es ist nicht so wirklich laut. Es ist oft wie jetzt hier. Ich bin mal kurz leise. Doch relativ ruhig. Ein bisschen Musik und so weiter. Und das war ich überhaupt was. Dunhen, keine Ahnung, was ist mit dir? Das war ich überhaupt nicht gewohnt, weil ich mein eigenes Quatschen natürlich gewohnt war. Ja, das war für mich mal so irgendwie eine lustige Erfahrung. Diesen haben sie auch zerstört. Dann stell ihn auf. Jo,
wunderschön. Erfahrungspunkte erhalten, einen. Es ist Weltklasse, oder? Einen Erfahrungspunkt. Wie gesagt, ich möchte ja auch ganz gern noch in die Addon-Welt wieder zurückkehren, dort ein bisschen ja, zu klein wie könnte ich reisen. Ja, wird vielleicht sogar Sinn machen. Ja, machen wir auch. Dazu muss ich hier den Pfosten, genau, machen wir so. Jo, wie gesagt, ich möchte da noch ein bisschen skillen, um euch verschiedene Skillungen oder leveln. Ich möchte dort noch ein bisschen leveln gegen verschiedene Gegner. Ich hoffe, dass ich dort ein paar Erfahrungspunkte noch bekomme, sodass ich zumindest mal noch 2-3 Level machen könnte. 4-5 vielleicht, keine Ahnung. Ich denke, das ist eher Wunschgedanken, dass ich euch noch mehr Skillungen halt eben zeigen kann. Das kann ich so auch, werden wir noch sehen. Ich werde dazu noch ein paar Special Parts machen. Das ist versprochen, das habe ich ja schon angekündigt, schon mehrmals, gebe ich zu. Und da kommt auch auf jeden Fall noch was. Nur im Moment gefällt es mir eigentlich ganz gut, jetzt auch ein bisschen mit meiner Skillung rumzurennen, das mal ein bisschen zu genießen. Und dann demnächst werde ich das machen und ändern. Und dann können wir auch die Kämpfe mal mit mehr Magieangriff und was weiß ich nicht sehen. Ja, dazu muss ich natürlich auch noch die alten Baupläne finden und so weiter. Ach du Gott, ja. Ich habe noch einiges vor. Weil nur dann kann ich natürlich auch wunderbar auf Magie skillen und so. Ja. Laber, laber, rababa und so weiter. So, laufen wir hier in die Büsche. Wo ist das Ding? Sieht echt ganz cool aus. Was ist so leise hier, so ruhig? So ohne Gefahr. Aber da ist der Hase. Da ist der Hase. Ich kann... Ah, und da stehen doch irgendwelche Typen. Ich hab da noch so irgendwas in Erinnerung. Dass der, ja, Studenten, ich sag's doch. Seid ihr diejenigen, die in Wählen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Fürchtet ihr den Zorn der Götter nicht? Ich werde das, mir das nicht einfach nur ansehen. Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Ich misch mich da nicht ein. Ich lasse euch keine Schreine verwüsten. Tja, wir können uns auch einfach mal nicht einmischen. Mal gucken, was dann passiert. Macht doch, was ihr wollt. Aber ich an eurer Stelle würde von hier verschwinden. Wegen der Ghule. Und du pass bloß auf. Denn wer lange gegen Monster kämpft, wird selbst zum Monster. Und der Abgrund blickt auch in ihn. Studenten. Wie geil. Von einer Art finden kann. Ist die Quest jetzt beendet? Oh, es ist gescheitert. Okay. Weil ich die jetzt da machen lasse, ist sie gescheitert. Okay, alles klar. Ein echter Albino. Das macht aber gar nichts in dem Fall. Oh, jetzt scheitern echt die Quests am laufenden Band. Wir haben echt schon eine ganze Handvoll Quests, die jetzt nicht gut gelaufen sind. Aber das löst vielleicht auch wieder irgendwas aus, was wir noch nicht kennen. Von der Warte her bin ich da ganz zufrieden. Und was vielleicht auch viele meiner Zuschauer eben auch anders gemacht haben. Ich denke mal, hier haben sich viele anders entschieden. Begib dich zur Startlinie des Rennens. Rennen Krähenfels. Die Wahrheit steht in den Sternen. Besuche den Wahrsager. Das ist alles noch wählen. Jo, dann machen wir noch ein Rennen, oder? Ach, meine Lieblingsdisziplin. Oh, nee. Habe ich damals alle Rennen gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr ganz genau. So, wieder zum kleinen Weg und dann wieder schnell reisen und so weiter. Können wir da gerade wieder zu Fuß hin? Jo, ist ja direkt hier in der Nähe. Ohne Plötze. Da muss ich Plötze nicht unser Gequassel anhören. So, und unterwegs sammeln wir natürlich wieder ein paar Kräuter ein. Ein paar Büsche. Oder Inknerblüten oder was weiß ich nicht alles. Wahnsinn, Nostrix. Und wie es alles so heißt. Wird alles schön eingesammelt. Ich glaube, davon haben wir schon so viele Slots voll, das ist unfassbar. Aber es macht trotzdem Laune, immer weiter sammeln.
So, und laufen gegen irgendwelche Büsche, Bäume und so weiter. So, kommen wir jetzt, genau, Kleinweg, den kennen wir doch noch. Das war so meine erste Horrorvision in dem Spiel, als ich hier durchgeritten bin und direkt umgenockt wurde. Das war bitter. Da habe ich mal gemerkt, was ein Levelunterschied bedeutet. So, Rennen Krähenfels. Ach ja, genau, das war beim Baron. Jo, gut, okay, reisen wir mal dorthin. Das ist auch noch ein Fragezeichen. Hier gibt es noch etliche Fragezeichen. Was habe ich denn bis jetzt gemacht? Irgendwie noch gar nichts. Verteidiger des Glaubens haben wir echt nicht hinbekommen. Bin ich mal gespannt, was da so die Priester meinen. Wobei ihre Ansicht gar nicht mal so, ich will jetzt nicht da irgendwie ketzerisch oder irgendwas wirken. Ja, oder, ja, ich heimlich mal religiös bedeckt, nennen wir es mal so. Aber trotzdem finde ich die Ansicht schon ganz gut, die sie eigentlich vertreten. Dass oftmals das Böse, das Übel aus der Religion herauskommt, sage ich mal, oder die Religion das befeuert. Ich meine, da gibt es ja heute auch mit Islamisierung und was weiß ich und auch die Christen, wie sie früher unterwegs waren und so. Also wie gesagt, da will ich gar keinen an den Pranger stellen. Einfach nur so der Gedanke. Es ist oft Religion im Hintergrund, irgendwie im Spiel, wenn es um Aggression, Morde und so weiter geht. Naja, egal. So, Radko, ich möchte ein Rennen machen. Hallöchen. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Ah, da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste ist der Sieger, der zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Jo, gegen den Stotter Matko. Geben wir mal alles goldtechnisch. Ich nehme Stotter Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Gesetzt habe ich schon, also können wir loslegen. Komm, das darf jetzt eigentlich nicht schief laufen. Wir haben echt schon super Sattel und so weiter. Auch wenn unsere Plötze merkwürdig aussieht, was ich gerne zugebe. So, komm, gib Gas. So, konzentrieren wir uns. Wo muss ich hin? Schwarzen Balken einfach nur nachreiten. Das dürften wir hinkriegen. Wie gesagt, Ausdauerprobleme dürften wir eigentlich keine bekommen. Irgendwann ist da noch so eine Situation eingetreten, wo dann irgendwas umstürzt oder so. Das dürfte in dem Fall jetzt nicht sein. Ah, wobei ich die Strecke hier total hasse. Ah, ich sag doch, ich hasse sie. War das nicht sogar hier, wo irgendwas umstößt? Wenn es irgendwas umfällt? Ja, klar. Was? Oh, da gibt's eine Quest. Oh, gut, die ist jetzt auf jeden Fall... Ah, da ist ja was. Oh nein, spring doch. Plötze, och nö. Komm, Plötze, gib Gas. Ah, oh, ich wollte springen, aber irgendwie hat das nicht mehr gemacht. Oh Gott, ist das so schlecht. Ach, die Musik, wie schön. Komm, weg aus dem Weg. Danke. Das ist immer sehr nett. Dann ist die Ausdauer wahrscheinlich ausgegangen bei ihm. Heieiei, das war knapp. Oha, Plötze. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Ja, dann machen wir es einfach wieder. Wer will noch teilen? Oh, da gibt es ja sogar richtig Erfahrungspunkte. Oder nicht? Jo. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und ich bin doch hier. Gold zum Wetten dabei hast. Ja, aber der Rennsattel und so weiter ist alles grottenschlecht. Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Hans Eisenarsch, das ist auch so ein geiler Name. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Ist das jetzt wieder das gleiche Rennen? Ja, ich glaube, ist immer die gleiche Route, oder? Irgendwann sollte ich mir das ja mal merken können. Oh, Hexer, kannst dein Schwert wegziehen? Ist alles cool? Wobei, anscheinend bin ich von irgendwelchen Monstern angegriffen. Hallo, gib mal Gas. Von irgendwelchen Monstern angegriffen worden, sonst hätte er ja sein Schwert ja nicht gezogen. Auch die Musik war so auf Krawall gebürstet, sag ich jetzt mal. Na, egal.
So, ein bisschen ausweichen. Ui, schneller, schneller und so weiter. Oh, da kann man schon schnell falsch reiten. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Vor allem, wenn man so wie ich dabei noch kommentiert und moderiert und... Ah, was mache ich da? So, gib Gas. Ja, die will immer noch Hilfe. Ist das die Tante, die irgendwie ihren Geist von ihrem Vater, Mutter, was auch immer... Oh, irgendwie kriegst du im Springen nicht hin. Egal. Hat trotzdem geklappt. Ich glaube, der Mann ist gestorben und wir sollen da so zu dem Grab. Da war doch auch nur irgendeine Quest, irgendeine Tante, die wir da treffen. Aber irgendwie bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das die Quest hier ist. Wir werden sie uns auf jeden Fall ansehen, nachdem ich den letzten Typen da auch noch geschlagen habe. Ach, gegen unsere Blötze ist kein Kraut gewachsen, auch wenn ich nicht springen kann, warum auch immer. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Ja, bla bla, laber mich nicht voll. Und, nimmst du nun teil, oder? Ja, ich nehme auch wieder teil, trag mich ein. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Oh, schöne neue Satteltaschen Tag, gibt's hier. Grauhaar. Jo. Gegen wen soll's gehen? Ja, gegen den schwarzen Bootgarn. Oder Bock dann, oder wie auch immer. So, Feuer frei. Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bock dann. Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Da reiten wir mal wieder die Strecke hier ab. Ich könnte ja zwischendurch mal absteigen und mal gucken, was die Alte da von mir will. Komm, komm, gib Gas. So, und jetzt will ich mal wissen, wie geht denn das mit dem Springen wieder? Ah, einmal kurz drauf tippen. Das habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. Ich habe dann lang drauf getippt. Das war natürlich falsch. So, jetzt kriegen wir es aber hin. Bleibt der auch auf der Strecke? Ne, ich muss schon immer aktiv lenken. Ja, bitte. Ist in dem Fall natürlich ein bisschen nervig. Wo ist die Tante, die Quest hat? Hier irgendwo war das doch. Ui. Einfach durch die Büsche. Hier, glaube ich. Ja, aber die Brücke. Damals stand die auch über der Brücke irgendwo. Und so eine, ach so, und die war später selbst ein Geist. Also war das nicht irgendwie so? Ich habe so eine Erinnerung. Gegen den Bogdan ist irgendwie kein Baumstamm da. Okay. Die hatten auch gemerkt, dass ich es nicht hinkriege. Da haben sie es direkt weggelassen. Danke, Spiel. Hey, Hexer. Jo, meine Ausdauer ist zu brutal. Ich kann einfach durchschreiten im vollen Galopp. Sehr schön. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. So, was haben wir jetzt hier Schönes bekommen? Wieder ein bisschen Erfahrung. Wieder viel Kronen. Wir haben schon so viel Kronen. Über 100.000. Wahrscheinlich jetzt 101.000 so langsam. Scheuklappen haben wir jetzt noch bekommen. Es ist der absolute Knaller. Und die Quest ist abgeschlossen. Rennen in Krähenfels. Kann ich den jetzt eigentlich wieder anlabern? Ne, der ist abgehauen. Okay, dann werden wir wahrscheinlich bald wieder neue Rennen freischalten. Gucken wir noch ganz kurz ins Inventar, was ich da genauer bekommen habe. Aber jo, das war nichts Besonderes, soweit ich das in Erinnerung habe. Genau, hier. Und dann, ah, ist hier sogar gekennzeichnet. Weltklasse. Gucken wir noch mal. Jo, das sind super Scheuklappen, wie wir sehen. Das ist ein super Rennsattel, den wir da bekommen haben. Und super Satteltaschen. Jo, nee, ist klar. Wunderschön. Haben sie nicht nach oben skaliert. Wäre eigentlich ganz gut gewesen in dem Fall. Aber da würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Was ist denn jetzt los? Pferd? Pferd, ganz locker bleiben. Seit wann ist ein Pferd böse? Jo, machen wir an der Stelle Schluss und dann machen wir im nächsten Part mit der Quest vielleicht weiter, die ich dort hinten gesehen habe. Ich werde sie mal wieder versuchen zu finden und oder mit einer anderen Quest weitermachen. Ich weiß es noch nicht genau. Freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.